Ich habe gerade einen schweren Fehler gemacht und zwar, wenn man die Pressekonferenz von der Frau Sachs-Lehner mit dem Titel FPÖ Scheinheiligkeit angesehen. Und wenn man das aufmerksam mitverfolgt hat, dann kommt man zu dem Schluss, dass diese Pressekonferenz gar nicht dazu angetan war, sich mit der FPÖ auseinanderzusetzen, sondern da gab es einen ganz anderen Hintergrund. Ich glaube tatsächlich, dass man diese Pressekonferenz deswegen gemacht hat, weil die ÖVP die Frau Sachs-Lehner loswerden will. Denn warum sonst kann man eine junge Politikerin so dermaßen ohne Substanz in eine Pressekonferenz schicken und so einen peinlichen Auftritt hinlegen lassen? Also ich denke, es ist wirklich ein sehr, sehr perfides Spiel, das die ÖVP hier macht, ein Spiel, das nicht in Ordnung ist. Man könnte Frau Sachs-Lehner auch direkt sagen, dass man mit ihren Diensten als Generalsekretärin nicht zufrieden ist, aber sie auf eine derartig miese Art und Weise ausrutschen zu lassen, mit Unterlagen, die jenseitig waren und mit einem Auftritt, der jenseitig war, das ist nicht okay. So geht man mit Menschen nicht um. Also was die Frau Sachs-Lehner hier mitmacht in der ÖVP, ja, ist eigentlich